Ich grüße euch alle ganz herzlich zurück hier bei Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir machen hier weiter im Auftrag der Motos Bergbaugesellschaft. Und ich würde Seid sagen, vorsichtig da draußen im Sand. ja, namenloser Bauarbeiter. Und ich würde sagen, wir haben hier erstmal eine Menge Aufgaben zu erledigen und schauen mal kurz auf die Karte, um uns hier ein bisschen zu orientieren. Mit Edgar Aaron reden. Hier haben wir noch Kalovar. Hier haben wir noch Enser. Och Gott, jetzt müssen wir irgendwo einen Anfang finden. Büro von Aaron. Das ist hier direkt daneben. Diese Konkurrenz. Unglaublich. Wir reden erstmal mit unserem guten Herr Aaron hier, dem eigentlich diese Ausgrabung mal gehört hat. Ist hier nicht zu fassen, wohnen die direkt nebeneinander. So. Ja, ihr mich auch. Entschuldigung, aber. Also das war jetzt übertrieben. Zwei Dietriche. Einer wäre okay gewesen, aber. Ich bin echt vom Pech verfolgt. Ich schaue gerade mal ganz kurz. Hier müssen wir irgendwo hin, oder? Da oben vielleicht? Ich weiß es nicht genau. Das sieht schön hier aus. Auf jeden Fall wieder ein Unterschied zu den, zu Alserund und den Roten Marschen. Aber dennoch eine leichte Vertrautheit. So. Hallo Edgar Aaron. Hier gibt es keine Arbeit für euch Fremder. Versucht es bei Motus. Bei uns gibt es nichts zu tun. Ja, der hört sich aber ganz schön traurig an. Wer seid ihr denn überhaupt? Ich habe viel Zeit hier in den Brachlanden verbracht und mich von dem ernährt, was Boden und Tierwelt zu bieten haben. Als ich die Mineralvorkommen entdeckt hatte, war ich sicher, es endlich geschafft zu haben. Ich weiß nicht, was ich tun soll jetzt, da Motus mir meine Arbeiter gestohlen hat. Aber mir fällt schon etwas ein. Eines Tages wird Motus dafür bezahlen. Vielleicht hat das auch verdient. Ich weiß es nicht wirklich. Was haltet ihr denn von der Bergbaugesellschaft des guten Motus? Sie nennen sich selbst Bergbaugesellschaft. Dabei sind sie eher ein Haufen von Dieben. Ich war schon lange in den Brachlanden, bevor sie hergekommen sind. Kaum hatten sie sich hier eingerichtet, boten sie meinen Arbeitern bessere Löhne an. Jeder einzelne von ihnen arbeitet jetzt für Motus. Gegen so viel Geld konnte ich einfach nichts machen. Da können wir nicht helfen. Ja, ihr habt also keine Arbeiter mehr. Ich habe eine kleine Armee von Gnomen angeheuert, um mir mit der Mine zu helfen. Es hat viel Geld gekostet, sie herzubringen und ihnen ein ordentliches Leben zu bieten. Und dann wagen es diese miesen Dreckskerle, mich wegen Motus im Stich zu lassen. Oh, schon frech. Ja, und was könnt ihr mir denn über den Wolkengipfel erzählen? Seltsamer, mystischer Ort scheinbar. Ich lebe schon seit einiger Zeit in den Brachlanden und habe auf diesem Gipfel Lichter gesehen und ein Grollen gehört. Das war entweder der ruhigste Sturm der Welt oder sehr mächtige Magie. Denkt an meine Worte. Dort oben geht irgendetwas vor. Und wir werden herausfinden, was. Ja, ich brauche euer Wissen über den Krudok. Kapstan schickt euch zu mir, ja? Ja, ich kenne den alten Blutfluch. Dieser Krudok ist eng mit einer Horde der Wichte verbunden. Um ihn aus seinem Versteck zu locken, muss man nur diese Wichte angreifen. Sie helfen Blutfluch bei der Jagd, wisst ihr? Ich zeichne auf eurer Karte ihr Revier ein. Viel Glück! Niemand konnte diese Kreatur bisher besiegen. Und es wäre ein Jammer, wenn ihr nicht zurückkämt. Danke, der ist ja sogar ganz sympathisch. Der Ärmste. Mine von Aaron-Ausgrabung. Habe ich mir schon beinahe gedacht, dass wir da nicht reinkommen. Also, wenn es jemals darum geht, sich zwischen beiden zu entscheiden, bin ich ganz klar auf seiner Seite, von unserem guten Aaron hier. Denn der ist mir deutlich sympathischer als da hinten diese blöden Gnome, die den alle verraten haben. Beziehungsweise als, ja doch, als die Gnome. Kann man schon so im Raum stehen lassen. So. Enser suchen, einige Wichte töten. Absprungpunkt. Ja, ich würde dann beinahe tatsächlich zum Ausrufezeichen laufen. Bin mir aber jetzt nicht ganz so sicher, wie wir da hinkommen. Ich würde einmal hier über die Ebene laufen. Scheint richtig zu sein. Sieht aber auch beeindruckend aus. Und gegen so ein Vieh möchte ich lieber nicht kämpfen. Denn selbst das würde ich Amalur irgendwie zutrauen, dass wir später gegen riesige Gegner kämpfen müssen. Und ich hätte Amalur auch zugetraut, dass wir da gerade einen Dietrich verlieren würden.
Aber das wäre nun wirklich etwas zu frech. So, hier vorne wartet eine weitere Aufgabe auf uns. Und ein Stein des Brachlandes, vermute ich mal. Stein der Brachlande, tatsächlich. In längst vergangenen Zeiten gab es in der Wüste keinen Schatten. Die Sonne verbrannte das Land bis zur völligen Zerstörung. Die Flüsse verschwanden. Die Tiere versteckten sich unter der Erde. Die Menschen flehten Helios um Gnade an, doch er erhörte die Gebete nicht. Die Pflanzen welkten in der Hitze. Überall in den Brachlanden knisterten Flammen. Oh Mann, die Geschichte der Brachlanden. Ich liebe diese Steine wirklich, Leute. Ich kann es nicht oft genug betonen. Und hier haben wir Kalovar, einen Feien. Ich beobachte sie Tag für Tag. Ihr närrisches Treiben, wie sie einen Erdklumpen vom anderen trennen. Die Feien wissen, dass das Land die Zeit überdauern wird und alle Wunden verheilen, die die Sterblichen schlagen. Aber ich fürchte, diese Wunden werden nur langsam verheilen. Ich kann nichts tun. Ich bin an unseren Glauben gebunden. Aber ein Agens des Wandels könnte diese Wunden ausbrennen, indem es die Jahrhundertpflanze erblühen lässt. Okay, bitte, ich habe jetzt nicht so viel verstanden, weil wir sind ja natürlich kein Feier. Erstmal etwas über euch selbst, liebe Feier. Lieber Feier. Ich hüte die Oberfläche, während Aurenda unter ihr schläft. Ich warte auf den Tag, um mich unter dem Sand zur Ruhe zu legen, wie Aurenda. Der wachsende Einfluss der Sterblichen in dieser Welt ermüdet mich. Ui, schön formuliert. Wer ist denn bitte Aurenda? Habt ihr sie getroffen? Schön und finster wie die Nacht. Sie wird schlafen, bis meine Zeit abgelaufen ist. Dann werde ich mich niederlegen und träumen, während sie über den Sand wandert. Okay, also entweder eine Gottheit oder seine verstorbene Liebe. Und ihr als Feier erzählt doch bestimmt etwas anderes über die Brachlande, oder? In vergangenen Zeitaltern tanzten wir im Kreis auf den Dünen und sangen schöne Lieder für die Gipfel in der Ferne. Jetzt wandle ich hier allein, während Aurenda unter uns träumt. Und ihr haltet bestimmt nichts Tolles von den Gnomen, oder? Ihr meint die kleinen Sterblichen, die immer nur hacken, abholzen, graben. Hören sie denn niemals auf? Werden sie jemals müde und gehen weg? Nein, wohl kaum. Ja, was ist denn die Jahrhundertpflanze? Üblicherweise blühen sie nur alle 100 Jahre. Das Land regt sich und erwacht, und was verging, wird wiedergeboren. Das ist der Lauf der Dinge. Ja, und wie kann ich diese zum Blühen bringen? Oh, ich kann sie nicht zum Erblühen bringen. Nicht jetzt. Wenn die Zeit reif ist, reicht ein Flüstern der Feien. Ihr Sterblichen seid nicht so eingeschränkt wie wir. Ihr könnt derlei Dinge auch außerhalb des Zyklus wachsen lassen. Und was würde das bewirken? Man möchte es gar nicht glauben, weil es hier so viele kleine Sterbliche gibt. Aber diese Lande sind ein Ort der Feien. Und als solche müssen sie von Zeit zu Zeit erneuert werden. Das Erblühen der Jahrhundertpflanze ist der schnellste Weg zur Erholung. Joa, hört sich nicht mal so schlimm an. Warum müssen sie erblühen? Warum überhaupt? Die Jahrhundertpflanzen haben tiefe Verbindungen zum Puls und der Seele des Landes. Ihr Atem erweckt die Wüste und bringt die Felsen zum Wachsen. Und was muss ich machen? Ein Freund des Sandes. Ihr müsst tun, was zu tun ist. Ihr werdet Petrichor brauchen. Hier ist ein Schluck, den ich gesammelt habe. Aber erst müsst ihr die Pflanze über dem Feuer vorbereiten. Erst nach dem Feuer trinken sie das Petrichor. Es gibt 3 Jahrhundertpflanzen in diesem Land. Bringt alle 3 zum Erblühen, dann wird alles gut. Ja, so sei es. Was ist denn bitte Petrichor? Da sieht man so eine Art Band oder so. Ein Geruch von Erde nach dem Regen. Ich habe ihn über Jahre in dieser Haut gesammelt. Ach so, das ist Leder. Ich verstehe. Ja, wie lasse ich die Pflanzen erblühen? Das gilt für jede der 3 Pflanzen im Sand.
Versenkt sie mit Feuer und löscht sie dann mit dem Petrichor, das ich euch gegeben habe. Klingt sehr einfach. Mach ich. Auf Wiedersehen. Tja, wohlan. Ja, wohlan. Ja, machen wir mal nebenbei, würde ich sagen. Und dann können wir hier mal direkt runterspringen. Und dem Weg hier folgen. Genau, denn da oben finden wir unsere Kontaktperson, die uns mehr über die Mine erzählen soll, in der sich wohl Feien festgesetzt haben. Die Truhe da unten habe ich gesehen, die holen wir uns später. Hier ist auch noch eine Truhe. Ah, das darf nicht wahr sein. So. Sollte uns wieder ein bisschen Geld bringen. Ja, wir haben hier 1,5 Millionen. Ich denke mal, wir müssen uns um Geld wirklich keine Sorgen mehr machen. So. Wer bist du denn? Gegrüßt. Ja, du auch, lieber Bergarbeiter. Und hier oben ist unsere Kontaktperson. Und hier ist noch eine Truhe, das sehe ich doch. So, hier ist wie gesagt unsere Kontaktperson. Ach, wie niedlich. Hallo. Oh, ich stecke in der Klemme. Ich wage es nicht, vorwärts zu gehen. Und ich kann gewiss nicht zurück. Ich würde allerdings nicht zum östlichen Sims hinaufsteigen. Es ist äußerst unsicher. Ja. Das glaube ich eher weniger. Erzähl mir erstmal etwas von euch. Scholar der Mineralogie, Motus Bergbaugesellschaft und Zufallsabenteurer. Sehr erfreut, euch kennenzulernen, ganz gewiss. Und ihr arbeitet im Auftrag von Apule Vire, richtig? Oh ja, unser wackerer Vorarbeiter. Ich nehme an, er schickt euch. Ja, das tut er. Was könnt ihr mir denn über die Bergbaugesellschaft erzählen? Adessa hätte ohne die Motus Bergbaugesellschaft gar nicht errichtet werden können. Okay. Und die Salzquellminen? Ich habe Geschichten von Menschen mit furchterregenden Narben gehört, die hin und wieder am Eingang der Höhlen auftauchen. Mir ist egal, warum die dort sind. Ich will nur nicht, dass sie in meine Nähe kommen. Ich hoffe, die werden wir auch mal antreffen. Ja, und was wisst ihr über den Wolkengipfel? Ein geheimnisvoller und faszinierender Ort. Niemand weiß, was ganz oben lauert, aber jeder hat so seine Ideen. Alduin, bestimmt. Ja, wart ihr dort? Wart ihr bei dem Sims? Ja, also, nein. Ich war keine 10 Schritte den Hügel hinaufgegangen, als ich die Feien sah. Was kann ein Scholar gegen eine Horde schrecklicher Bestien ausrichten? Einer dieser Boggarts, der hat mir mit der Faust gedroht. Ihr solltet darauf gehen, mein Freund. Ja, und findet heraus, was da nicht stimmt. Jetzt, wo ich es gefunden habe, verlangt es mich nicht danach, weiter zu forschen. Hoppla, ich glaube, ich habe das gerade falsch gelesen, oder? Ja, was genau habt ihr gesehen? Es gab Boggarts, viele Boggarts. Und ich glaube, ich sah einen Borka. Ich war zu sehr mit Laufen beschäftigt, um genau hinzusehen. Mutig. Ja, sehen wir mal nach. Tja, falls ihr vorausgehen wollt, ich habe nichts dagegen, hinter euch zu bleiben, in sicherem Abstand. Ich fürchte, der wird gar nicht kommen. Ja, wohin gehen wir denn jetzt? Zur Schluchtbühlmine oben auf dem Sims, wo eine Horde Fein nur darauf wartet, uns in Stücke zu reißen. Das hört sich ja spannend an. Geht voraus, den Hügel hinauf. Ja, ganz langsam. Erledigt sie, bevor sie mich angreifen. Einige Boggarts. Ja.
So. Hier waren mal einige Boggarts. Um das richtig zu formulieren. Naja. Blitz scheint hier nicht so gut zu bekommen, so ein guter Elfen-Champion. Nein, 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 nein. Auf Wiedersehen. So. Ja, wir schlagen uns ganz gut mittlerweile. Aber wie gesagt, die Gegner scheinen mir alle ein bisschen zu schwach für uns zu sein. Ach Gottchen, da kommt ja nur noch Minitüre, Apotüre und dann haben wir die Wüste geschafft. Das ist ja überraschend wenig. Naja, sei es drum. Hier haben wir auch noch ein Ziel, das wir erledigen müssen. Oder? Ach so, nee. Feiner Kunden. Aurenda. Ich sehe etwas am Ende des Weges. Ich auch. Ja, das war's scheinbar. Ist das etwa Aurenda, von der unser guter Feier hinten die ganze Zeit gesprochen hat? Hallo, meine Liebe. Noch einer. Hier, um das Licht zu stehlen. Um den Traum zu stören. Eigentlich nicht, aber... wer seid ihr denn? Ich sehne mich zurück nach den Träumen. Während Kalova über den Sand wandert, muss ich schlafen. Das habe ich bereits gehört. Wer ist denn Kalova? Also, wir kennen ihn ja, aber... in welcher Beziehung steht er zu euch? Er und ich sind zwei, wo dereinst viele waren. Wir lebten wild in jener Zeit, in den Dünen und Felsen. Jetzt wacht er über den hellen Tag. Und ich widme mich dem träumenden Murmeln des Steins. Das klingt sehr traurig. Und das Licht? Vor langer, langer Zeit durchwanderte ich orientierungslos die finstere Nacht. Ich weinte viele Tränen in ein Becken im Fels und dort sammelte sich Sternenlicht. Ich fertigte daraus ein Juwel, dessen Licht mich nach Hause führte. Ist es also verwunderlich, dass es für mich so wichtig ist? Um ehrlich zu sein, nein. Ja, ihr müsst träumen. Als ich merkte, dass das Licht verschwunden war, zerbrach die Hülle des Traumes und mein Traum, ich wandelte in Freiheit. Okay. Ja, was machen diese Feen? Sie sind meine Freunde, die angelockt werden, während ich zwischen der Traumwelt und der Welt der Wachen treibe. Das Licht, Quelle des Trosts, hineingeschlichen. Scharfe Messer, sanfte Schritte, das Juwel von meiner Seite gestohlen. Haben es nordwärts durch die engen Felsen getragen, in das Dorf aus Holz und Stoff. Okay. Mit Enser reden. Enser? Langsam ergibt alles einen Sinn. Dieses Feinmädchen ist real, aber ich glaube, wir sprechen mit einer Projektion von ihr, während sie träumt. Unter dieser Mine liegt eine Feinhöhle, in der sie gewiss schläft. Und die anderen Fein, sie werden von dieser starken Projektion angezogen. Ihr dieses Licht zu beschaffen, von dem sie spricht, könnte die Lage beruhigen. Kommt in das Büro der Motus Bergbaugesellschaft, wenn ihr es ihr gebracht habt, und holt euch eure Belohnung ab. Danke. Ja, und sonst noch etwas zum Aufkommen der Fein? Nein, ich bin ganz sicher. Das Mädchen, das wir hier sehen, ist eine Projektion ihres Traum-Ichs, wie sie es nennt. Die echte Feie schläft irgendwo in der Höhle unter uns, möchte ich wetten. Und diese anderen wilden Feen werden zu der Macht hingezogen, die sie in dieser Form ausstrahlt. Ja, macht Sinn. Was mache ich denn jetzt? Ihr solltet das Diebesgut dem Feinmädchen in der Höhle zurückgeben. So wird es für gewöhnlich gehandhabt. Okay. Das Licht finden. Klingt so einfach, aber wird sicherlich schwer. Das Licht. Ich sehe nichts. Ich denke mal, in die Schluchtbühlmine müssen wir dann später. Wo ist denn dieses Licht?
Auren das Licht finden. Hier. Ah ja. Gut, dann würde ich sagen, um das Licht und das Feinproblem kümmern wir uns beim nächsten Mal, und zwar in der nächsten Aufnahme. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier aus der Türe, und zwar, um genau zu sein, aus den Brachlanden. Ich freue mich drauf und sage bis dann, Leute.